Hallo ihr Süßen, ich bin mega, mega, mega spät dran. Ich muss in einer Dreiviertelstunde los auf einen Abiball und ich wollte euch jetzt trotzdem mal mitnehmen. Ich habe weder mein Make-up gemacht, ich habe meine Haare noch nicht gemacht und ich weiß noch nicht, was ich anziehe. Das heißt, es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen. Ich habe aber schon meine Nägel gemacht, immerhin. Ja, egal. Auf jeden Fall, das Unnötigste mache ich immer zuerst, war ja klar. Auf jeden Fall mache ich euch jetzt so ein kleines Get Ready With Me for Prom. Und also für den Ball. Ich nehme zuerst meine BB-Cream von Clinique. Nehme ich immer so eine Erbsengröße ungefähr. Und mache die einfach ins ganze Gesicht. So, dann nehme ich meinen Concealer von Sephora. Damit die ganzen Augenringe weg. Ich hoffe, man hört den Regen nicht so arg. Ich habe so ein Dachzimmer und da sind die... Oh, ich laber jetzt wieder. Da sind die... die Fenster sind so schräg. Immer wenn der Regen, also wenn es regnet, dann ist es immer ziemlich laut. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht, weil es schüttet gerade in Strömen. So, dann nehme ich meinen Concealer von MAC, also das ist der Studio Finish Concealer, und nehme so einen Pinsel mit so einem kleinen Schwämmchen vorne dran, der ist von Sephora. Mach damit die Unreinheiten weg. So, dann pudere ich noch mein Gesicht, damit auch alles richtig hell. Davon nehme ich von MAC den Blot Powder. Und das Schwämmchen hier, was dabei ist, benutze ich eigentlich nicht so gern, aber wenn ich in Eile bin, dann geht es doch schneller. So, jetzt nehme ich diesen Pinsel, der ist aus der LE von P2. Den habe ich gerade aktuell erst gekauft. Und nehme MAC Harmony zum Konturieren. Dann nehme ich mal nur die Spitze und konturiere. So, dann nehme ich ein Rouge. Und zwar, weil ich das gerade da habe, nehme ich das von Fleur Mar. Da habe ich auch Swatches noch in meinem Blush Review Video drin. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann nehme ich so einen ganz normalen, angeschrägten Rougepinsel von Essence. Und trage das mir hier vorne auf. So, dann nehme ich noch einen Highlighter, der ist aus der Breaking Dawn 2 LE von Essence. Ich nehme den gleichen Pinsel, habe den ein bisschen sauber gemacht und highlighte mein Gesicht. So, dann nehme ich den Paintpot von MAC in der Farbe Bare Study und benutze ihn als Base.
eigentlich gut, sich vor der Kamera zu schminken. Ich sehe mich zwar nicht so gut, weil ich mich an dem kleinen Bildschirm sehe, aber dafür sehe ich, wie lange ich mich schon schminke, beziehungsweise wie lange das Video schon geht und wie arg ich mich noch beeilen muss. So. Dann nehme ich einen Pinsel von Urban Decay, der war in der Naked 1 Palette drin, und benutze einen braunen Lidschatten von Smashbox. Also der ist ganz matt, der Lidschatten. Geh damit in die Lidfalte. So, dann nehme ich aus der Naked 1 Palette die Farbe Virgin, hier ganz am Rand. Das ist so ein heller Hautton mit so ein bisschen Schimmerpartikeln. Und trage den jetzt einfach mal mit dem Finger auf, weil es einfach schneller geht. Also aufs ganze bewegliche Lid. Und dann nehme ich einen Lidschatten von Kiko, der ist noch ein bisschen dunkler als der Braunton vorne und ein bisschen mehr ein Aschton, das ist die 125, Farbe 125. Nehme ich wieder den Pinsel von Urban Decay und mache das wieder hier in die Lidfalte, aber nur außen. Obwohl, nee, ich ziehe es doch durch, das mache ich noch ein bisschen stärker. So, dann nehme ich die Naked 2 Palette und zwar hier die Farbe Blackout, das ist ein ganz tiefes Schwarz. Und da wieder den gleichen Pinsel und den trage ich jetzt nur außen auf. So, dann nehme ich den Pinsel, der in der Naked 2 Palette drin ist, weil er hier am Ende so einen fluffigen Teil hat. Und verblende das alles ein bisschen nach oben. Ich sehe das jetzt nicht so gut, ob das so gut verblendet ist. Auf jeden Fall verblende ich danach noch ein bisschen. Ich habe ja hier keinen Spiegel, das ist immer so ein bisschen schwierig. Jetzt nehme ich einen Eyeliner, und zwar einen Stift-Eyeliner. Der ist von Maybelline, und zwar ist es der Master Precise Pen. Moment, ich rutsche mal ein bisschen an die Kamera ran. Und der hat hier einfach so eine Spitze, wie so ein Filzstift. Ich mache mir damit jetzt eine ganz, ganz dünne Eyeliner-Linie. In jedem Video klingt mein Handy irgendwo echt. Ihr müsst denken, ich bin voll der Handyfreak. Bin ich natürlich nicht. Also den machen wir nur ganz, ganz, ganz dünn.
ungefähr gleich. Ich glaube schon, sonst muss ich es nachher nochmal am Spiegel ein bisschen korrigieren. Ich sehe das so schlecht in dem Display. Dann sieht man sich selbst noch so ein bisschen verpixelt und dann, ja. Ist nicht so einfach. So, als nächstes mache ich meine Wimpern. Dafür nehme ich eine Wimpernzange und den Maybelline Colossal Volume Express Mascara in Wasserfest. So, kleine Pause gewesen. Meine Mama wollte wissen, ob es so gut aussieht, wie sie gerade aussieht. Und ja. wo war ich denn gerade? Ah ja, genau. Ich wollte noch unten ein bisschen was an den Augen machen. Und dafür... Ich mache das gerade voll spontan. Ich habe gar kein Make-up geplant. Huch. Pinsel runtergefallen. Nehme ich hier die Naked 2 Palette und den Pinsel aus der Naked 2, allerdings diesen Teil, der ist eigentlich auch wie in der Naked 1. Und ich nehme die Farbe, was nehme ich dann? Wie sieht denn das aus? Ich nehme Booty Call, diese helle Farbe hier. Und trage das unten am kompletten Wimpernkranz auf. Dann nehme ich noch die Farbe Tease. Das ist auch wieder so ein Braunton hier nebendran. So ein matter. Und trage das nur außen auf. Dann nehme ich noch Snake Bite. Das ist direkt nebendran. Es ist wieder so ein bisschen schimmriger Braunton und ein bisschen dunkler. Trage ich jetzt wirklich nur im Außenwinkel auf. So. Mascara benutze ich unten keinen, weil es bei mir mal ein bisschen komisch aussieht, wenn ich schon Eyeliner drauf habe. Und, ja, die Augenbrauen fehlen natürlich noch. Dafür nehme ich einen, es ist eigentlich ein Kajal von Essence, aber der ist nicht rotstichig, also sondern nur so ein Aschton, so ein Aschbraun. Und damit mache ich jetzt meine Augenbrauen. Also zuerst fahre ich die untere Linie nach. So, und dann fahre ich oben noch einmal die Linie nach. Dann nehme ich ein Augenbrauenpuder, das ist jetzt von Catrice. Und dann mische ich die beiden Farben hier. Und fülle damit praktisch einfach die Lücke in der Mitte aus.
dann nehme ich noch ein Augenbrauengel. Das ist von Ash Essence. Das ist einfach so, ja, ich sag mal, ein durchsichtiger Mascara. Damit die Härchen bleiben, wo sie sollen. Und hier vorne mache ich die jetzt nach oben und hier hinten. Ja, gehe ich so mit dem Strich mit. So, damit die Augenbrauen noch ein bisschen definierter aussehen, nehme ich ein bisschen was von meinem Concealer und mache das hier auf die Hand. Also wirklich nicht viel. Und nehme einen Concealer-Pinsel. Und gehe direkt unter der Augenbraue entlang. So, dann nehme ich noch was von meinem Highlighter. Eigentlich wieder den, den ich auch fürs Gesicht benutzt habe. Nimm wieder den Concealer-Pinsel, weil ich den eh nicht für Concealer benutze. Zumindest eher selten. Und mach hier unter dem Augenbrauenbogen noch ein bisschen Highlighter drauf. Dann mache ich noch ein bisschen Augeninnenwinkel. Und dann ist das Make-up eigentlich schon fertig. So, hier bin ich nochmal und zwar... ich hatte vorher überhaupt keine Zeit mehr, ich musste mich total beeilen. Deswegen konnte ich da nicht mehr filmen. Und ich kam jetzt gerade zurück. Es ist 12:30 oder so, ich weiß es nicht genau. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen. Ich habe meine Haare noch gelockt. Und ja, als Kette trage ich hier so eine Statement-Kette. Die ist hier so gold, es sieht so ein bisschen eingedellt aus. An einem Kautschukband. Mein Make-up habt ihr ja schon gesehen, aber es hat gehalten den Tag über. Und, Ohrringe habe ich noch. Hier sind zwei kleine Stecker drin. Dann hier noch Ohrringe von Thomas Sabo, die hat mir mein Freund mal geschenkt. Und, hier eigentlich auch so kleine Stecker. Der hier ist neu gestochen, deswegen sieht der ein bisschen größer aus. Und, das Kleid, das ich anhab, das ist hier so ein bisschen tailliert und geht dann unten auseinander. Und, ja, Schuhe hatte ich diese hier an von Primark. Ich liebe die so. Und das sind, eigentlich wollte ich die gar nicht anziehen, aber die sind eigentlich am bequemsten von den Schuhen, die ich habe. Die sind rosa, also so altrosa und haben hier vorne so ein Schleifchen, was ich auch total süß finde. Und als Handtasche habe ich gedacht, wenn ich schon eine goldene Kette habe, nehme ich auch eine goldene Handtasche. Eigentlich wollte ich eine andere, aber da hat wieder nicht alles reingepasst, was ich mitnehmen wollte. Und das ist jetzt hier so eine mit so einem ganz normalen, so einem Kettenarmband. Kettenumhängeding, meine ich. Und ja, das war's. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like und abonniert mich auf meinem Kajal-Kanal. Kajal, ich will immer Kajal sagen, ich weiß nicht warum. Abonniert mich auf meinem Kajal. Kajal. oh Mann, ich bin müde. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.